Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, lieber Martin Wagle, also über den Sinn und Unsinn des Projekts der zweiten Stammstrecke, dieses milliardenschweren CSU-Prestigeprojekts, kann man trefflich streiten. Das haben wir im Untersuchungsausschuss gemacht, haben wir im Verkehrsausschuss oft gemacht, wie du gesagt hast. Aber in einem Punkt muss ich da bei deiner Rede gerade schon recht geben. Es ist echt ein Jahrhundertbauwerk, vor allem bei der Bauzeit. Das ist schon spektakulär, wie lange das Ganze gehen soll. Ich frage mich immer, wie schafft man das eigentlich, so lange daran zu planen und zu bauen, über Jahrzehnte hinweg, und es ist ja kein Ende in Sicht. Und genauso spektakulär wie die Kosten und die Bauzeit dieses Projekts, das ihr den bayerischen Steuerzahlern und den Fahrgästen eingebrockt habt von der CSU, genauso spektakulär ist auch der Vertrag, über den man hinreichend genug weiß, weswegen wir auch diesen scheinheiligen Antrag ablehnen. Wir wissen von Anfang an, dass der Vertrag von 2016 für den bayerischen Freistaat spektakulär schlecht ist, gerade auch, wenn man es mit anderen Großprojekten vergleicht, zum Beispiel mit Stuttgart 21. Stuttgart 21 ist auch ein Desaster verkehrspolitisch, und ein Milliardenprojekt hat dort die CD zu verantworten, ihr in dem Fall nicht, aber die Schwesterpartei. Und bei Stuttgart 21 bleibt das Bundesland noch auf einen schlimm genug, aber vergleichsweise kleinen Beitrag sitzen. Vor allem bei den Kostensteigerungen, den überproportionalen, hängt jetzt die Bahn und der Bund drin. Da hat das Nachbarland Baden-Württemberg nämlich einen guten Vertrag für das Land ausgehandelt. Von Sinn und Unsinn des Projekts mal ganz das mal beiseite. Der Freistaat Bayern hingegen hat einen Vertrag abgeschlossen, wo er nach oben offen viele Milliarden zuschießen muss. Ganz anders als bei Stuttgart 21, was riesengroße Löcher in den bayerischen Staatshaushalt und insbesondere in den bayerischen Verkehrshaushalt reißt. Also auch dazu haben wir uns im Untersuchungsausschuss und im Verkehrsausschuss schon oft unterhalten. Aber das Geld, das wir in Bayern dringend brauchen für die Verkehrswende, für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, fehlt hinten und vorne, weil wir in München dieses verdammt teure große Loch bauen, dessen verkehrspolitischer Nutzen höchst umstritten ist. Das Geld fehlt zum einen bei den Zuweisungen für den Ausbau des ÖPNVs an die bayerischen Kommunen, ist seit Jahren unverändert in der Höhe. Gleichzeitig laufen den bayerischen Kommunen aber die Kosten davon bei der Gestehung des ÖPNV, des Bus-, Trambahn-, U-Bahn-Angebotes. Der Anteil des Freistaats Bayern, was wir über ÖPNV-Zuweisungen hier aus dem Hohen Haus den Kommunen geben, ist prozentual an den tatsächlichen Kosten im freien Fall. Das ist inzwischen im einstelligen Bereich und war früher mal ein Drittel, ganz früher mal die Hälfte der Kosten wurde durch den bayerischen Staatshaushalt bei den Kommunen gedeckt. Jetzt ist es ein einstelliger Betrag, weil uns das Geld fehlt. Dringend müssten wir die ÖPNV-Zuweisungen für die Kommunen erhöhen. Genauso ist es mit den Reaktivierungen. Da ist Bayern bundesweit ziemlich Schlusslicht bei der Reaktivierung von stillgelegten Bahnen. Strecken führen regelmäßigen SPNV-Schienenpersonennahverkehr. Auch hier fehlt uns das Geld. Es gibt ein paar Alibi-Projekte, die so vor sich hindümpeln, aber eine systematische Ausbauoffensive vom Freistaat Bayern haben wir nicht und können wir uns nicht leisten, wegen der zweiten Stammstrecke in München, weil wir hier so viel Geld hineinbuttern, inzwischen dreistellige Millionenbeiträge aus dem bayerischen Staatshaushalt, inzwischen ja sogar nicht mehr aus den Regionalisierungsmitteln, sondern ordnungsgemäß ausgewiesen immerhin. Genauso ist es beim Dieselausstieg. Andere Bundesländer haben längst etliche Bahnlinien im batterieelektrischen Betrieb laufen. In Bayern immer noch Fehlanzeige, weil wir Geld sparen müssen, schieben wir das immer wieder nach hinten, auch wenn nette Pressemitteilungen aus dem Verkehrsministerium kommen, wann man irgendwann irgendwas in Angriff nehmen will. Und der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, den wir dringend brauchen, auch dank des hoch erfolgreichen Deutschland-Tickets und der gestiegenen Fahrgastzahlen, der ist in Bayern ganz hinten. Bayern muss dringend hier anschieben, muss Ausbauoffensive ergreifen und uns fehlt das Geld hinten und vorne, weil alles in das CSU-Prestigeprojekt hineinfließt, weil Bayern so einen katastrophal schlechten Vertrag abgeschlossen hat unter der Leitung der CSU. Dazu brauchen wir aber keine neuen Informationen, sondern das ist längst hinreichend und sattsam bekannt. Deswegen lehnen wir diesen absurden Antrag von der AfD ab.